Herzlich willkommen bei Better Together mit einem kurzen News-Video. Nach Kuba haben wir es ja schon alle befürchtet und jetzt ist es tatsächlich wahr geworden. Zumindest in Österreich gibt es massive Preiserhöhungen bei einigen nicht-kubanischen Zigarren. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Herzlich willkommen bei Better Together. Michael, bei euch hat ja mittlerweile die Preiserhöhung von Nicht-Kubanern zugeschlagen. Wir hatten sie alle schon befürchtet, nachdem ja Kuba die Preise drastisch erhöht hat. Und du hast eine Preisliste bekommen von den ganzen Preiserhöhungen von den Nicht-Kubanern. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Ja, schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen eine Marke, die ich wirklich sehr liebe und die ich irgendwie immer so als die beste Kuba-Variante oder Alternative gesehen habe, ist Arturo Fuente. Und die haben echt massiv angezogen. Ich würde sagen, im Durchschnitt um fast 20%. Und das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Es gibt ein paar Zigarren, die knapp unter 20% gestiegen sind. Leider Gottes auch eine meiner absoluten Lieblingszigarren, die Don Carlos, die Personal Reserve. Die hat sich um knapp ganze 27% erhöht, was jetzt schon richtig, richtig schmerzhaft ist und das in eine super High-End-Liga katapultiert hat, muss man sagen. Weil es bei den relativen Preisen schon schmerzhaft ist, aber absolut gesehen, sag ich mal, ist das schon eine Hausnummer, ne? Naja, das ist vor allen Dingen, wenn du jetzt diese Opus X und die ganzen Angels Share etc. hernimmst, das ist jetzt wirklich, wirklich schmerzhaft. Da sind wir so von 50 auf 70 Euro teilweise gestiegen. Und das macht halt das Ganze dann schon nicht mehr ganz so lustig. Ja, aber leider. Nicht nur Arturo Fuente, sondern auch eine sehr beliebte Zigarrenmarke im unteren Preissegment Brickhouse. Die haben auch gut und gern 20% durch das ganze Sortiment bei uns angezogen. Komplett durch 20%, ja. Und also das ist schon hart. Und La Galera auch, ne? Und La Galera. Also La Galera, glaube ich, nur so 15% im Schnitt. Aber das ist trotzdem viel. Und wenn man jetzt in gerade Brickhouse bei so 6 Euro gesehen hat, die steigen jetzt auf 7, fast 8 Euro. Also die nähern sich jetzt schon dieser magischen 10-Euro-Grenze. Und dann... Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, schon viele Zigarrenliebhaber, die Brickhouse gerade deswegen ja gerne rauchen, weil sie günstig waren. Da frage ich mich dann, wohin steigen die um oder steigen die um, machen die Preiserhöhung mit? Das ist schon deutlich mehr als die Inflation, muss man sagen. Ja. Die Preiserhöhung ist jetzt, sag ich mal, in Österreich zum 8. Februar in Kraft getreten. Mhm. Ich fürchte, das wird uns in Deutschland jetzt auch zeitnah treffen. Bei uns nicht ganz so krass, weil die alten Kisten ja zumindest noch zum alten Preis verkauft werden dürfen. Bei euch ist das ja sofort der Fall. Also ab dem 8.2. sind alle Preise sofort erhöht. Insofern werdet ihr jetzt wahrscheinlich erstmal auf Deutschland zugehen und noch ein bisschen einkaufen. Aber vielleicht gehen wir einfach noch mal so ein paar Highlights durch. Ja? Lowlights, muss man ja fast sagen. Highlights ist das falsche. Also, ich habe schon gesagt, die Personal Reserve, The Man, 80s, 27%. Dann ist auch die Gran Reserva Rothschild, das ist eine Zigarre, war die immer unter 9, also unter 10 Euro war, die jetzt auf 12,30 gestiegen ist. Auch 27%, ne? 27%, also das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Also auch die eh schon sauteuren, muss man sagen, Opus X, die 20th Anniversary, die sind 27%, 24%, 27%, also da traf es eigentlich die Preiserhöhung am massivsten. Ebenso, was bei uns, oder was ich eigentlich immer sehr, sehr preisgünstig für so eine High-End-Zigarre empfunden habe, die Angel Share, die haben auch einen Riesensprung gemacht. Also das ist schon irgendwie nicht mehr ganz so lustig. Und wie du sagst, bei uns musst du jetzt quasi den vollen Preis bezahlen. Alte Kisten gelten nicht. Mhm. Der einzige Vorteil, der sich jetzt ergibt, ist für den Händler. Wenn er noch zum alten Preis eingekauft hat, verdient er 20% mehr. Danke, liebe Händler, dass ihr uns das nicht weitergeben könnt, den Vorteil, den ihr jetzt habt. Ja, auch die Deseas de Amor, die wir in unseren letzten Videos hatten, auch 20%, was sich erstmal harmlos anhört, aber von
61 auf 73 Euro bei euch, da sind halt mal eben 12 Euro pro Zigarre. Das tut schon weh, ne? Ja, da kannst du schon eine ganze andere Zigarre kaufen drum. Also ja. Zwei Brickhaus, mehr oder weniger. Ja. Und bei La Galera, ich meine, die sind jetzt nicht im super High-End-Preissegment, aber auch keine, ich sage mal, so günstigen Zigarren mehr. Und da bist jetzt irgendwie überall fast über 10 Euro. Mhm. Und witzigerweise, eine ist günstiger geworden. Aber okay, das ist jetzt nicht wirklich... Warum auch immer, ne? Kann dir keiner erklären. Das ist so ein Zuckerl für die Zigarrenfreunde, die sich dann halt die Zigarre kaufen können. In der Wobei bei La Galera, sag ich mal, bewegt man sich etwas über dem der Inflation mit 13-14%. Das ist noch irgendwie okay. 27-33% bei den anderen finde ich halt schon genau. Krass. Und wir haben ja schon, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt mal gesprochen über die Zigarrenpreiserhöhungen, auch bei den Kubanern, die ja jetzt außer den Cohibas und Trinidad ja auch so um 8-10% waren. Die waren ja immer einmal im Jahr irgendwo um 8-10% teurer. Ja. Aber wie gesagt, 20-25%, ich meine, bei einer Heinz-Zigarre. Und was mir ein bisschen schmerzt, ist so die normale Don Carlos Edition, die immer sehr, sehr attraktiv waren, weil du die so um 12, 13 Euro bekommen hast, jetzt bist du bei 16 oder 17 oder 16 Euro. Ja. Ist noch in Ordnung, aber tut schon weh. Ja. Muss ich sagen. Ja, schade, aber ich glaube, wir können uns da nicht verschließen. Ja. Das, und ich glaube auch nicht, dass sie günstiger werden. Smoke less, smoke better, smoke less. Das ist wahrscheinlich die Quintessenz von dem Ganzen. Vielleicht mal eine weniger rauchen, dafür halt umso besser. Sag ich mal, bin gespannt. Kurzes bin sehr gespannt, ob es in Deutschland kommt. Also das ist mir jetzt wirklich, also zieht euch warm an, liebe deutsche Freunde, die Österreicher kommen jetzt und kaufen euch die Zigarren weg, solange sie noch günstig sind. Und dann sind wir sehr gespannt, wie sich das Ganze in Deutschland auswirken wird. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich kommen wird, weil ich sehe wenig Sinn und wenig Grund, dass das nicht passiert. Ja, ja, ich fürchte es auch. Also sobald ihr da was wissen, werdet ihr es auch von uns erfahren. Ganz genau. Alles okay, klar. Okay, also in dem Sinn, wie sagt man, gut Smoke, Cheap Smoke. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr euch ein paar andere Videos von uns anschaut. Ja, und deckt euch noch ein. Ganz genau. Alles klar. Also, bis dann. Bis dann. Ciao.